Ein bezauberndes, strahlendes Hallo, meine wundervollen YouTube-Zuschauer und Zuschauerinnen, respektive auch Podcast-Hörer und Hörerinnen. Dies ist ausschließlich auch eine Sonderfolge von meinem Podcast, Michael Weihrauch Podcast, den es überall zu finden gibt auf den Podcast-Plattformen. Und zwar, ich feiere meine 100. Folge mit dieser Folge. Und ich beginne mal mit einem Zitat, das, by the way, ich gerade so vom Universum gerade zugesandt wurde. Wenn du nicht aufhören kannst, darüber nachzudenken, lohnt es sich wahrscheinlich, es zu verfolgen. Der Hersteller, wo das gemacht hat, ist unbekannt. Also ich nenne das jetzt mal als Augenmerk für, ja, als Michael Weihrauch Zitat. Ne? Also ich wiederhole nochmal dieses Zitat, wo der Urheber nicht bekannt ist. Wenn du nicht aufhören kannst, darüber nachzudenken, lohnt es sich, sich wahrscheinlich es zu verfolgen. Bedeutet, wenn du nicht aufhören kannst, darüber nachzudenken, lohnt es sich sicherlich, wahrscheinlich dein Ziel zu verfolgen, wo du hast, wo du anvisierst, wo du drauf fokussierst, drauf achtest, zu geben auf dich und zu schauen, was du jetzt mitteilen kannst, wie du anderen Menschen Unterstützung geben kannst. Also wenn du darüber nachdenkst, wie kannst du anderen Menschen unterstützen, dann lohnt es sich wahrscheinlich für dich, dieses Ziel zu fokussieren und in die Handlung zu gehen. Ja, zum Beispiel, na, nimm mal das beste Beispiel jetzt. Du hast jetzt ein Ziel, du willst jetzt eine Spendenaktion machen für die Ukraine. Das ist dein Ziel, das ist dein klares Ziel. Dann musst du auch dafür in die Handlung gehen, musst du auch dafür was tun. Zum Beispiel, mein Ziel ist es ja immer noch, und da fokussiere ich mich auch immer wieder aufs Neueste und gucke, dass ich auch meine Vision und meine Mission dahinter stehe. Weil ich habe ja gesagt in dem Video, respektive glaube ich damals, dass ich fast 1 Million Verkäufer, Verkäuferin zu besseren, empathischen Verkäufer, Verkäuferin machen möchte. Und der Weg dahin ist klein anzufangen, dort, wo ich gerade bin, bin ich gerade auf dem Weg dahin. Und dort die zu schulen, wie man richtig eine Bewerbung schreibt, wie man Vorstellungsgespräche führt und so weiter und so fort. Aber auch in Unternehmen oder Unternehmer gehe ich da auch schon da aktiv daran. Und ich verfolge jeden Tag mein Ziel und stehe jeden Tag dankbar dafür auf, dass ich auf dem Weg dahin bin, zu meiner Vision. Und ich weiß, dass ich da viel machen muss in die Vermarktung. Und ich liebe die Vermarktung. Und ich liebe das Marketing. Und habe mir auch jetzt gerade jetzt noch mal überlegt, wie ich dieses Zitat zu mir kam. Wie mache ich jetzt diese Sonderfolge mit diesem Zitat, respektive komplett, dass es einen Rahmen hat für mich, ne? Dass es auch für dich greifbar ist, dass es für dich auch einen Mehrwert bringt, ne? Ich wollte jetzt
da jetzt kein großartiges Verkaufsvideo auch respektive Sachen machen, was du von mir eigentlich nicht so bekommst. Du kriegst ja Content und kannst ja auch in den Shownotes gucken und meine Produkte ja dann kaufen. Aber ich wollte dir sagen, wenn du ein konkretes Ziel hast, einen Gedanken, dann sollte dein Gedanke auch in die Handlung gehen. Damit ist dieses Gedanke auch für dich angenehmer rüberkommt. Ne? Was ich auch noch gerade in der aktuellen Zeit überlegt habe, wie kann ich denn andere Menschen denn unterstützen? Und zwar, wenn ich 5 bis 10% meiner Einnahmen von meinen verkauften Dienstleistungen, respektive Produkte, wo ich habe, an Aktion Deutschland hilft, Stichwort Ukraine, einfach rübersende. Dass ich dort den Menschen helfen kann, respektive unterstützen kann für den Wiederaufbau vielleicht, für Essen und so weiter und so fort. Genau, das ist gerade auch noch mal hochgekommen und deshalb musste ich erstmal mir ein Storyboard im Kopf zusammenschreiben, auf Blatt Papier zusammenschreiben, Notizen machen, wie ich da diese 100. Folge, Podcast-Folge, respektive auch hier jetzt im Video, das euch vermitteln tue. Und wenn ihr wirklich eins meiner Dienstleistungen, wo ich habe, in den Shownotes, der Link ist in den Shownotes, kauft, gehen ja wirklich 5 bis 10% auf ein separates Spendenkonto, wo ich dann sammle werde. Und wenn ich einen gewissen Beitrag habe, werde ich diesen Beitrag dann an Aktion Deutschland hilft, Stichwort Ukraine, spenden. Weil 5 Euro ist okay, habe ich auch schon gespendet, aber die Summe macht doch mehr, wenn 10.000 Euro gespendet werden. Somit ist eine größere Summe dann auch gespendet. Eine kleinere Summe kann man machen, aber lieber eine größere Summe. Genau. Ja, das ist soweit dazu, zu diesem Thema Spenden und Ukraine und zu diesem auch Zitat übergreifend passend zu sagen. Also, wenn du jetzt sagst, okay, das ist alles okay, und wenn du jetzt einen Gedanken hast, dann solltest du deine Gedanken jetzt auch gleich in die Handlung gehen und nicht einen Tag drüber schlafen. Egal, welche Sachen du machen tust, ob du jetzt ein Auto kaufen tust oder einen neuen Mobilvertrag abschließen tust oder, kommt gleich irgendwie in die Handlung, in eine Entscheidung, ne? Und dass du aus dem Bauchgefühl, aus dem Herzen direkt ja sagst und für dich den klaren Nutzen dafür da ist, ne? Egal, was du jetzt dich entscheidest, ne? Deine Gedanken werden zu Dinge werden zur Wahrheit, ne? Und deshalb solltest du auch dieses Zitat, was ich dir am Anfang gesagt habe, auch nochmal für dich nochmal hinterfragen. Was denke ich denn? Was ist denn mein Ziel? Und was ist das, meine Mission? Was ist meine Vision? Und so weiter und so fort. Dass du direkt in die Handlung gehst, dass du direkt auch eine schnelle Entscheidung treffen kannst. Und ja, wenn du ja noch mehr
wissen möchtest oder mehr erfahren möchtest oder wirklich mich da auch unterstützen möchtest, ja, dann schau dir gerne in den Shownotes den Link an. Dort findest du alles, was ich habe an Dienstleistungen, Produkte und so weiter. Zusammengefasst, kannst gerne mir auch hier den Like nach oben geben auf YouTube, bei Podcast eine 5-Sterne-Bewertung mir geben. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Episode. Und dir, lieber YouTube-Zuschauer, sehen wir uns natürlich auch und hören uns in der nächsten Video. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen Tag oder Abend oder Nacht, egal wann ihr es hört, das seht. Dein Michael.